Thank you.
Guten Morgen, Ola. Wir probieren alles, was wir drehen, im Schwung zu kriegen. Und ein von den Dingen, als gesagt, wir wollen nicht, wie einmal Leute singen, wenn der Offering gehoben wird. Und da ist auch ein Ding, wo wir möchten frisch sein, der Ola Abreder zu kriegen. Weil wir schaffen nicht mehr. Wir halten in jedem ein Willkommen, wenn wir uns top trafen hier für die deutsche Andach. Der Sommertit, und also, wir wollen nicht ein bisschen lauter und nicht hören, wenn dann mehrere was rüht vor, dann mal gewisse Sender, was in der Werk im Jahr Fähne scheine der und half, so sperrt sich das, wenn ich sag mal, ne? Und viele, die sagen, dann dort ist der Weekend, wo wir machen Campen vor. Und Jana hat gesagt, dass in Alberta hatten sie bloß einen Sonntag, das Jahr scheint wahr, und dort Anblick, wie ich war, haben wir den Sonntag nicht in Alberta gewesen. Nein, das ist vielleicht ein Klima, das ist überdrehen, aber dort traf mehrmals das dort. Wir haben uns der letzte Sonntag mit dem Thema beschäftigt, wo wird Jesus anbeten und wo wird Jesus von uns erwarten. Von der werden wir uns mit das beschäftigen, dass Jesus das erwarten, dass wir an uns glauben, wussten und tun nehmen. Wenn ein kleines Baby geboren wird, und die Eltern, die Mama, das ist nicht die Mama, die das erste das Baby in ihre Hänge hält, und die Dad kommt dann statt Lothar, wo wenn die das Baby in ihre Hand hält, dann überkommt die Mama immer einen Sturm in ein Präsen für Gott, wo wunderbar Gott das Leben gegeben hat. Wo das Baby top gestaltet ist. Kleine Fingerchen, kleine Hände, kleine Fötchen, kleine Näschen. Alles ist so clean in der Naht. Aber alles passt so schmeckt auch. Wann über nur 6 Monate das Baby noch einmal krank clean geblieben ist, dann da weit wie, dort du erst wird nicht ganz reich teigen. So wie weit, wir nehmen das also selbstverständlich, ein clean Baby wird geboren, das ist sehr clean, wie freien uns über das erst, wie freien am, wenn das mit dem Mahl kriegen, und das kriegt bloß Mahl am Anfang, und wir denken nicht mal an den Bananen fällt am Anfang. Er ist Fleisch. Das ist bloß, das gehört nicht zu der Sache. Ein kleines Baby wird bloß mal gefördert. Wenn er überwachsen, der einen Tau nimmt, dann wird die Nahrung, die das Kind kriegt, wird verändert. Der wird deutlich gut, wird schwander sein zu verderben. Wird mit Reutchen mehr dafür. Und wenn wir uns mit dem Beschäftigen, was erwartet Gott von Menschen, die arm hingehen gehen wollen? Die die Entscheidung gemerkt haben, ich will Jesus hingehen gehen. Und dort ist, wo wir uns von denen wollen beschäftigen, dass das Ding ist, was Gott erwartet ist, dass wir an uns glauben, wollen Tau nehmen und wissen. Dass wir wollen starke Wartel, tiefe Wartel kriegen, dass wenn du in Wind oder in Sturm kommst, anwarten kommst, dort wieder nicht kurz umstellen, wir blieben stehen. Und dort ist Gott sind durch, wo wir von dem Klima sich wollen anchecken. Und was uns soll halten, ist zu verstehen, dass Gott erst läuft. Sie Gott erst nicht bloß einer, was er einmal Gott erst, und uns bloß dort Jeff, was er fehlen hat, aber Gott erst läuft. Dort meint, rein alles, was Gott wird tun und was er tun lässt, dort kommt in den leuvenden Hort. Und du wirst wie ein bisschen deutlich benannt sein. Ich lasse das Werk, eine Geschichte, wo ein Schreiber sich dort prüft, ein Klimas hier in den neunten Saaten, wo kann wie Gott seine Leib reich verstehen. Wir haben zum Beispiel an die Eltern, die erst das sehr leicht, ihre Kinder alles geben, was sie gern haben, weil sie verstehen, dass so, ich dort mein Kind Leib wiesen. Ich gebe den Schokolade, ich gebe den Kinder, ich lud ihn mit 40 vor, wo immer die Hand will. Ich strage das Geld her,
gee my kind plus wat het failed en wat nodig vraag, wen ek sien my kind te gaan. Wat wat dood is, nie God sien jou lief. God sien jou lief, die sagt, manchmal, dit kost jy nie haar. Dit is een schulden voor die en wordt niet taulo en dat duurt wat schrien. Daar is God zijn leven. En ons is die leven verhangen in wat je vraagt. En Jesaja kapitel 53, wanneer je met mij hebt in de hand bleden, in Jesaja 53, du van vers Feuer, du schrift Jesaja, Eva, wo groot God zijn leven, daar is Jesus, der ons Menschen is. Dat sag ich du, unsere Krankheit, die heute drüch, wie unsere. Die Krankheit, die heute drüch, wie unsere. Kennt ihr einen Menschen, der krank ist? Ich glaube, ich kenne alle Menschen, die krank sind. Und es gibt viele Menschen, die leiden unter einer Krankheit, die scheinbar nicht zu heilen geht. Die leiden unter der Krankheit. Wir verkillen uns. Weißt du, was das interessant ist? Für viele, viele Jahre. Ich durfte nicht dem Doktor vor. Ich meine, ich fuhr noch mal zum Check-up haben. Ich fuhr noch mal wegen Klinik. Aber dort ist ein Stück, wo ich nicht ganz mitfallen kann, mit jemandem, wo du Tag für Tag unter einer Krankheit leiden darf. Ich besiege noch mal Menschen, wo du für Jahre unter eine Krankheit gelitten haben. Und dort wird ein Port von unserer Menschheit aus. Aber ich weiß nicht, der Tag wird kommen, wo ich, wenn sie so bohren hier. Und wir haben alle Wette hoch. Wir sind noch gräbig geworden. Und wie kommen die Zeit und je, wir sind noch dichter Bier, wie der Zeit, wo wir auf uns nicht wollen selbst abstehen können. Wo wir vielleicht waren, ein anderer wird uns besorgen. Dort ist bloß Port von dem Leben. Und weißt du, was Jesus sagt hier, dort die Krankheit, die Leiden, die auf uns Menschen liegt, die haben heute drei. So, Jesus, der hat wird umbeiden, dort eben, wenn wir alt waren und wir waren schwach und wir sterben waren, du hast eine Heilung im Himmel, was Gott reit hat für uns. Im Himmel wird es keine Krankheit geben. Du wirst kein Liedenmeier sein. Und Gott hat das Versprechen für all die, wo du waren, treu blieben, zu arm und vorsauen, in arm und in arm blieben. Dort ist uns Versprechen, die Heilung von aller Krankheit. Und dann sagt er, der Lieden wird uns drauf, durch euch. So Jesus hat umgekehrt, der Lieden ab sich genommen und hat der Teich dort, der hat uns Heilung anbieten. Von all dort. Und wie überdachten, sagt er, so, wo wie Menschen eingestellt. Das sagt, über wie dachten Gott mir am Lieden, im bestraft haben. Die Menschen, die Jesus du am Kitz genialt haben, die sehen dort seine Schulter, die der ist. Der hat Gott gelast hat. Die stünden nur und haben sich da am Überall. Aber das sagt, doch wie haben wir in unseren Sinnen verlassen, haben wir uns für gut tun. Ab am Lach, der Struf, der uns heulen mir, durch euch dort, heute Schläge krieg, sind wir gesund. Und dann in Vers 6 sage ich, wie wir in aller auf dem Erwach so aus Schub, der jeder seinen eigenen Wach gewundet. Und hier ist, wo das Schreiber ein Bild rüberbringt. Habe ich mal eine Kot, oder ein Hund, oder ein Schub, oder ein Tier getroffen, wo du nicht mehr einen Tüß hast? Das hat nur nicht Tüß. Dort bäselt sich auf dem großen Raum, in den Staben, und macht sich selbst sein Eten faul sehen. In der Stelle, da kommt manchmal her, so ein Hund, den sieht verwahrlos, er eine Kot, sieht verwahrlos, der Hose an aller voll Liesen, dort Speckers in Taubtier backt, in die Raben stecken her, so ein Tier sieht nicht gut. In Jesaja brückt hier das Wort hier, er sagt, wie wir in aller so Schub, wo du den Hort verloren hast, und wie wir in aller ab ans Ehen warst, wie jeder einer doch so Eckmord für mich bloß verstehen, keiner steht für mich an, so Eckmord für mich selbst anstehen. Und wie sagten in Wahrheit, wo wir selbst würden durch das Leben kommen. Und weißt du,
Gott, der kriegt in uns nun, und heißt, wird heißt sein, dass, wenn wir in so einen Zustand durch das Leben gehen, dann sieht er so, als wenn wir ein Hund oder ein Kot oder ein Schub sind, wird er verwahrlost in kein Tüß auf. Wie sind verbiestert. Und Jesus kommt in diese Welt nahe, und er raubt, und er sagt, ich sehe, ihr kommt, dort zu sehen, was verloren ist. Und dann bringt er Tüß. Und er bringt das Beispiel auf einen Stier. Er sagt, ich sehe so eine, was du jährt in der Schub siehst, was er fängt. Und wenn ein Schub, wie ein Schub standet, der weiß, dass ein Schub, wenn er dich einmal der Herd verloren hat, das fängt gewöhnlich den Weich nicht drehen. Das Schubhaft, als in den Weich, dort muss man eine Gruppe taub sein, um dort bei den Hort bleibt. Ja, wenn er den Herr ist einmal verloren hat, dann verbiestert er sich. In der Bibel bringt das Bild, dort ist es wie Menschen sind. Wenn wir nicht mehr Tüß sind, wenn wir nicht ein Tüß haben, dann verlieren wir uns. Und wir gehen in der Wildnis. Ne? Und dann sage ich, in Gott fängt uns. Ne, so nun der Denk erst, in Wort von Tauschstand fängt Gott uns. So Gott fängt uns in einem verkommenen Tauschstand. Vom Büten kann uns für unser Schmuck lohnen. Weil sie in Recker Mohn, er ein sehr religiöser Mensch, der kann vom Büten sehr Schmuck lohnen. Der kann genug Geld haben, der kann ein Recker Hüß haben. Aber innerlich seine Säule, die ist verdreht und dort. Und dort ist der Zustand, wo Gott uns findet. So nun, Gott seine Leib, wenn der uns in den Zustand findet, und wir haben uns lohnen, wie sind in der Ehe gewesen, Gott hat uns gefunden, Gott nimmt uns in seine Hand. Dann bringt Gott uns ein Haus. Und was tut Gott mit uns? Lädt er uns in den Zustand? No. Gott wird tun sein, Gott wird alles dran sagen, dass er uns wird trastellen, dass wir in so einen Zustand kommen, wo er eine Freiheit hat. Stellt ihn mal klimasgefähr. Wir fangen den Hund, was du verwahrlost und hast kein Haus. Und ihn jammert dort über den Hund. Und sie sagen, hey, den Hund, der hat kein Haus, der rannt bloß am Gassen, der muss sich den einen vornehmen, ich würde ihn annehmen, ich würde ihn, dann rannt sie den Hund hängen, und segnen ihn, der Hund, der kläft bloß hin. Aber sie geben nicht ab. Sie sagen, der Hund, den fehlt ein Haus. Und sie segnen den Hund, sie catchen den Hund, irgendwo hat eins hat den Hund. So, sie nehmen den mit dem Hund. Sie freuen es nicht an, wo verkommen der ist. Sie kicken den Hund in den der einzige Wort, den John macht das über den Hund. Aber du hast auch nicht, du hast nicht in der Freie, du hast nicht in Gefallen und in Zustand, wo der Hund ist. Und sie sagen, so ist der Hund, das gefällt mir nicht. Ich will den Fodern, ich will den Boden, ich will den Charme. Und wenn die eine Flieht ist und den Hund gedohnt haben, nur ein paar Monate, da würde nur, wo irgendwer kommen und der würde den Hund sein, das ist ein Schmockerhund. Das ist gechamt, das ist rein, die haben ihn beliebt. Der begrüßt man, das ist ein freundlicher Hund, der hat ein Tüß gefunden, das ist Tüß. Dann sage ich dir, dann frage ich dich, hey, dort ist ein feiner Hund, von wo hast du ihn her? Oh, sag ich, den hat mir auf den Gas gekatscht und hat einen Hiss geholt. Was? Weißt du, dort ist das Gott mit uns Menschen aus. Wie ohne Gott, wie haben uns in unseren Entscheidungen von am Wach gedreht, wie gehen in der Welt nennen, wie leben uns eh nicht leben, und wie verkäumen, unsere Säule, der verkäumen, in den Zustand. Und Gott, Jesus kommt hingeron heraubt. Heraubt uns nun. Aber wir rannen bloß wieder. Und dann ab eins dann Gott, wenn Gott alles kann handeln, heuhaft weh, wo er uns in eine Art kriegt. Heuhaft weh, wo er ab eins bei uns was du hast, nun sind wir eng. Nun kann ich nicht mehr, ich weiß bloß nicht mehr, was ich soll tun. Sag ich nicht mal alle, was du hier warst, wie wir sagen, weißt du, ich weiß bloß nicht mehr, was ich soll. Was ist denn unser Eheverhältnis, unser befriedetes Leben, kommt noch mal was du. Wir sind befriedet, sind für viele Jahre befriedet. Und ab eins kommt das Ding ab, und wie stehen sie, dass man für eine wohnt und sagt, ich komme bloß nicht durchkicken, ich weiß bloß nicht, wie ich soll wiedergehen. Und so ist das im Geistlichen. Wir kommen bei einem Zustand, wo wir nicht durchkicken können. Wir können nicht sein, wo wird das wiederkommen, und wir scharen taub. Und dort ist der Zeit, wo Jesus uns an seine Hände nahm. Und er sagt, ich will mit dir schaffen. Weißt du was? Und dort ist, was wir von Jesus Morris wollen durchkicken. Wo schafft Gott in uns, wann er uns hier gefunden hat? Weil es ein Fähigsinn auch hat, wie in mir, wo du
eine Entscheidung, er wird eine frische Entscheidung mit mir. Ich will mein Leben Jesus geben. Dreht mal mit mir in Matthäus Kapitel 13. Dort ist der Tag, wo ich will brücken, um das klarer zu bringen, was Gott seine Aufsicht ist mit uns. Matthäus Kapitel 13, von Vers 18 bis 23. Matthäus 13, von 18 bis 23. Du sagst Jesus dort, dann horcht nur das Gleichnis von dem Mond, das du sehen ging. Wenn irgendwer das Wort von Gottes regiert und versteht dort nicht, was dort meint, dann kommt der Beiser in Pfips am dort Wach, was in sein Hort gesät wird. Das ist, was auf den Steiner gesät wird. Und was auf den Steinigen gesät wird, ist so. Dort ist einer, der dort Wort hiert und Pfutz mit Freude abnimmt. Ich habe auch gelesen in Vers 19, dort sage ich auf den Stich, dort wie Walkway, der Stich, der wie ein Sutigbogen. Und Vers 20 sage ich, dort ist die Steine ja wach. Und dann sage ich, über die Haft, in Vers 21, über die Haft nicht warten, in dort hält man eine Karte Tiet fair. Und wenn ein Lieden oder Verfolgung wegen dort wird kämpft, oert am dort so baut. Und dort wird manche Disteln gesät, als wie so. Dort ist einer, der das Wort hört, über die Sorgen in dieser Welt und die Freude um Reichtum stärken dort Wort. Und dort kann ich Frucht bringen. Und dort wird auch eine gute Erde gesät, wie sage ich dort. Dort ist einer, der das Wort hört, der versteht dort und dann trägt das Frucht. Und bringt 160, 30 mal so viel, als gesät wird. Diese Geschichte wird nicht vollständig verstehen. Wenn der ausgelacht wird, dann der dort gewöhnlich ein bisschen ist dort. Okay, Jesus sagt, die sind Feuersorten, ihr. Du hast den Stich, wo die Menschen bloß Buben rumgehen, du hast die Steine hier, du hast du ein bisschen ihr aus, wo das nicht deibt, das ist mir flach, und dann hast du, wo die fruchtbare ihr aus. Und dann wird gefragt, okay, wohin von diesem bist du? Bist du der Stich, bist du der Steiner, bist du das gute Land? Und dann sagen wir uns actually in Gruppen von Menschen, sagen, okay, dort ist ein Mensch, wo du Frucht bringt, dort ist ein Mensch, wo du aus der Steiner, dort ist der Mond. Weißt du, was? Und ich will von dir und auch, ich sage euch, dass du ein Arach hast, weil ich glaube, du bist mehr Bern als dort. Du bist ein bisschen deuper Bern als dort. Und wo das erst ist, dort. Wenn wir das wollen reich verstehen, dann müssen wir uns diese Frau fragen am Anfang, wo das sagt, wenn irgendwer das Wort vom Gottesreich hört. Sieh, dort das, weil sein aus Jesus rumging, an dem See, oder an dem Boy, oder irgendwo er lehrt, du wirst entfernen tausende Menschen, wo am Hirn der Botschaft von dem Himmelreich zu predigen. Die Hirn dort. Und wo die wir empfehlen, die können das nicht verstehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, uns jährt das alle noch mal so, dort sind gewisse Dinge vom Gottesreich, die kann ich nicht verstehen. Und wenn wir dort ganz Unerste nicht verstehen können, dort, wo wir geraten wurden, wo wir geraten wurden für Gott, wenn wir dort nicht verstehen können, wir haben über gehört. Wir hören dort, dort Evangelium wird gepredigt, aber wir verstehen das nicht. Weißt du, was dann passiert, dass es so tun kommt, er nimmt das gesäte Kühe noch wahr. Wort ist nicht, wie man es nicht fragen, warum verstehen wir das nicht? Erst du eine Hoffnung für einen Mann, wo das Evangelium, wenn er das hier nicht versteht, meint das nicht, dein Mensch, der ist bloß verloren? Du hast keine Hoffnung für den? Warum sein? Kann sie nicht alle Menschen, mit wem die mal haben, die Prüfung der Evangelium mitteilen? Weil sie haben vertraut von, was sie glauben aus. In dem Moment sage ich, das kann ich verstehen. Er der redet vielleicht mit, aber je weit in der Kampf geht mit. Der versteht das gleich. So, erste Hoffnung für so einen Menschen aus dort. Er war mal sein Termin, weil jemand, der hört das Evangelium und der ist futz begeistert. Oh, yes, dort soll ich sterben? Yes, ich will soll ich sterben. Und ich will all dort haben, was Jesus versprochen hat im Himmel. Oh, ja, yeah, ich will nicht in der Halle.
Ich will im Himmel now. Dann das Futz auch. Das, ja, das ist mit Freude dabei. Habt ihr merkt die Entscheidung, ja, ich will mein Leben Jesus hier. Vorweg Luther, das ist alles fort. Was passiert? Weißt du, was denn ich mal das sein, dort ist, was wir Färken sein. Menschen, die sind durch verschiedene, da meinst du, sie sind sehr begeistert, die sind heilgeheftet, ein paar Monate Luther, das ist alles wahr. Was passiert? Erst durch keine Hoffnung. Und ich sage, weißt du, was Gott wird keine Hoffnung abgeben. Gott darf nicht Hoffnung ab. Solange aus dem Mensch lebt, solange aus am Oden geschenkt wird, erst du Hoffnung, dort meint Gott, hat noch nicht abgegeben. Und so eine Anstalt macht wie auch kein Mensch. Dort meint, wenn ich in mein Leben checken darf, und ich abrechte sie in mein Hort, wo sehe ich in mein Glauben? Sehe ich nur, wo ich das meiste bloß nicht verstehen kann, merkt nicht sonst. Sehe ich nur, wo ich Tät wie sehr begeistert sehe, und stütze sie, sie hat also alles verrutscht. Nach meinem Tempel frischt nie ab, oder sie von stütze sie, war er sehr begeistert, stütze sie wieder, sie war er, erst war er alles alt, sie, erst dort, wo ich mich befing. Erst dort, wo ich mich befing, dort, weißt du, was, ja, ich habe klar, dass ich weiß, dass Jesus erst gestorben steht für uns sind, das ist für meine Sinnung gestorben, und ich weiß, dass Jesus der auf ihr Leben anbeiden, aber weißt du, was, ich habe so viel Sorgen. Ich habe so viel Arbeit. Ich habe dort eine Jahre versprochen. Ich muss dort. Ich muss sein, dass ich meine Bills betonen kann. Und ich will mich noch in Trock kippen. Ich will mein Business noch geraten machen. Ich will noch dort. Ich will noch Jahre. Die Sorgen, die Wurm, das ist immer geraten. Weil ich wollte dort erst uns nicht fragen. Wir wollten bloß mit uns, bloß irgendeine Unterstützung verteilen. Da weit wie, wo wir uns Sorgen abladen. Und das sind Sorgen von dieser Welt. Wo wir genug Kleider haben. Wo ich die Schuld, wo ich meine Schuld betonen kann. Wo ich kann meine Kinder dort alle geben, was ihnen fehlt. Wo ich meine Kinder kann aufgehen hängen lassen. Ich meine verschiedene. Sorry. Das sind Sorgen. Und dann, okay, ja, ich will Jesus hängen rumgehen. Aber ich muss hoffen. 8 Stunden redet nicht tau, 10 Stunden redet nicht, 12 Stunden redet nicht tau, 14 Stunden redet nicht tau, 16 Stunden redet nicht tau. Und ich habe euch mal erzählt. Sie dort sind die Sorgen von dieser Welt. Dort meint, was ich sagen will, ist, weißt du was, wir befinden uns alle auf verschiedenen Städten. Und wir wollen, von erst mal, wir wollen Gott Leuten die Freiheit geben, dass er uns Leben bedachen hat. Okay, wo stehe ich? Was will Gott in mir tun? Wo kann mein Glauben wachsen und tun? Wo kann ich stark werden im Glauben? Wo kann ich Mut fangen, auch in schweren Tiden? Wo kann ich dankbar sein, wenn der Schien nicht erst zu danken? Weil als Paulus und Silas im Gefängnis waren, hier haben sie einen Gott durchgepitcht. Dann haben sie Blocks genommen, was sind schwere Holzblocks, und stoppten ihre Feuchte näher und schlauten der Tau. Die wurden schwer mehr und die waren nicht weicher. Und die mussten sich das Blut waschen vom Regen und vom Gesäck, weil wir verkielt worden. Das war. Und ab eins dann, Paulus und Silas, die fangen an zu singen, die fangen Gott an zu danken und zu loben. Mensch, was ist das möglich? Sie dort ist, wo wir wollen nennen wollen. Dort, wie auch kann dankbar sein und wie kann zufrieden sein, auch in so einer Tiden, wo das scheinbar nicht so geht, als wir uns dort wünschen. Blättert mal nur Hebräer Kapitel 12, du von Feuerbad auf. Hebräer. Hebräer Kapitel 12, du von Vers Feuer in Ambot auf. Dort sagst du es dort. Ich war von Vers 5, von Feuer lesen Ambot auf. Dort sagst du, dort erst beginnt in den Streben, je in den Sinn
noch nicht mehr ab, das Blut durch auf euch kommt. Und sie haben das Wort all für jeden, dass sie Mut merkt und anredet aus seine Kinder. So nie hörst, was ist das Wort, was uns soll Mut merken? Das soll uns mutig machen, das soll uns abrechnen. Das sagt, mein Sehen, nimm das nicht leicht, wenn der Herr dich belehrt. Und verzeih auch nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Was? Das soll mir Mut geben? Das soll mir abrechnen? Das sagt, Gott hat mich belehren und Gott hat mich bestrafen. Das soll mir Mut geben? Das was die Bibel sagt. Und dann sage ich, dass, wem der Herr Gott ist, dem tragt er Trage. Wem wird der Kinder noch strafen? Wenn sie der Gott sind. Die Kinder können doch nicht wirklich verstehen, dass der Führer wird der Kind strafen, wenn der am Gott ist. Aber wie weiten, dass er das schaffen wird? So die Bibel sagt, Gott ist uns Gott und dort wird am Verursachen uns zu strafen. Für was müssen seine Kinder bestraft werden? Sie, das ist, wo das Verständnis sehr schwach ist mit Menschen. Menschen haben sehr viel Verständnis. Nein, ich habe die Entscheidung gemerkt, für Jesus zu leben. Ich habe die Bibel lesen. Und ich vor einer Kirche, ich vor einem Sinn, ich habe ein bisschen von meinem Geld aufteilen. Du hast keine Ursache, für was Gott mich bestrafen soll. Ich habe alles, was er von mir verlangt. Was hast du noch, dass Gott mich bestrafen soll, wenn all das Gute da. Und wir wollen Klimas die Luther und Händchen, wo Gott uns bestrafen hat. Er sagt in Vers 6, das letzte Wort, er braucht Schläge bei jedem Sehen, den er abnimmt. So, Schläge. Das meint, stellt ihn vor, kriegst du, wenn du ein Kind auf deine Schulter nehmen und boxen den von hängen. Sie so sagt, so wird Gott uns auf seine Schulter nehmen und er spenkt uns. My goodness, das ist doch nicht ein interessantes Ding. Und ich sage, dort soll uns Mut mehr. Dort soll uns abrechnen. Wenn Gott uns auf seine Schuld nimmt, uns da schacht. Und dann sage ich, nehmt das an als eine Belehrung. Gott behandelt ihn so als Sehens. Wo ist ein Sehen, den der Führer nicht straft und tragt halt? Wenn Gott ihn nicht tragt halten würde, so als heute dort wie alle dort, dann sind die bittereuerliche Kinder und nicht sehens. So, das meint, wenn Gott uns nicht wird bestrafen, wenn Gott uns nicht wird belehren, das meint, er ist dann wirklich nicht ans Führer. Und wenn wir uns ein Führer, wo uns keinmal bestrafen wird, wenn wir uns ein Führer, wo uns wird bloß hochluten in uns Fleisch, uns verdorben luten, zu eng leben, erst dort, was wir uns wünschen, ich glaube nicht. Ich glaube, kriegt das Verständnis, was der leibende Führer, der leibende Gott im Himmel, da sorgst du für, dass das Beste von mir, was kann rüberkommen. Und du verbrückst das, dass ich das mal geschaut werde. Ich weiß nicht vorne, was du in den Kopf nennt, wenn du denkst, dass Gott uns schachten wird, dass Gott uns strufen wird. Sehr viele Menschen sagen, dort kann nicht ein leibender Gott sein. Wenn ein leibender Gott seine Kinder strafen wird, dann dort passt mir nicht auf. Weißt du, was die Bibel sagt, doch klar, Gott ist ein leibender Gott, aber Gott ist einer, der du strafen wird und belehren wird. Woran wird er dort? Wegen Gott will haben, wir sollen in uns glauben, wissen und tun nehmen. Wir sollen stark werden. Weißt du, was das Beste sein würde, wenn du vorne ein Boy und ein Boy, der viele Steine hat. Und ab eins fängt da ein Stein, die Jungen catchen den Stein, dort wegen dass den Stein lad oder was immer das ist. Und dann hebe ich den Stein ab und dann sage ich, der Stein, der ist morig, du sparen die Weh an, aber du wäschst nur ein bisschen an, rubbeln nur ein bisschen an und dann kommt dort Blinke ungefähr. Und dann sage ich, das ist ein interessanter Stein. Die wollt mitnehmen. Und dann nehmen wir einen Tisch, die waschen den Rennen, die polischen den Stein. Aber eins ist das ein wunderschmucker Stein. Das Schwienchen, die Spanne, wie alle zwei gewaschen. Und wenn wir uns einmal
so in Gott seine Hand leihen und sagen, Gott, ich weiß das, meine fleischliche Natur, wenn ich in dein Leben da, das bringt mich bloß in das Verdorbene. Und wenn du mir in deine Hand nimmst, ich weiß, du wirst mich reinwaschen. Ich weiß, du wirst barschen. Ich weiß, du wirst mich zwischen den Schachten. Und er sagt, dort soll uns Mut geben. Weißt du, was das interessante Ding ist, dass Gott uns noch mal strufen durch einen Bruder. Oder durch eine Schwester. Gott lässt noch mal was in dem Bruder sie mühlen, dass er was sagen zu uns, was uns schlungen wird. Und wenn wir uns dort annehmen, von Gott seine Hand, dann kann dort eine Belehrung sein für uns. Und wir wollen dadurch bessere Menschen werden. Wir wollen dadurch stärker werden. Ich hoffe, ihr kommt mit was ich rüberbringe. Dort Gott ist nicht bloß in Gott, das hat von jemand auch viele Städten, wo ich gesagt habe, der versprach ihnen 50.000 Dollar, wenn die, weiß nicht, ich hier nochmal pledged zu sein, wenn die in denen geschafft 50.000 Dollar fehlen, dann bet bloß im Vertrauen, und Gott wird dir die geben, und du musst bloß glauben, Gott wird dir tun, und Gott wird dir geben, und Gott wird durchgestellt als einer, der jaft alles, was dir fehlt. Das geht viel deuper. Gott gibt uns ewiges Leben, und um dass wir dort nicht wollen verlieren, was er uns gegeben hat, muss er uns treu halten. Er muss uns auf den rechten Weg halten. Und dort geht er auf verschiedene Wege. Und ein von der Bibel, von der Wege, wo Gott das geht, wo er uns auf den rechten Weg halten wird, dort ist, er hat unsere Pläne, was wir merken, Fährten in Kriegsdeich 3. Wenn man sagt, zum Beispiel, check mal im Alten Testament, dann, dort sage ich, die Menschen, die vermehrten sich auf der Welt, die wissen alle von Gott, die Flood, die Welt, wie einmal ewig gespült worden mit Butter, dass die Recht Gottes wie ewig kommen, die wissen, Gott hat die Welt gerecht, wie eine Sinn. Und Adam, Noah und seine drei Sehens, nur dem, als er über das Boot rüttkommt, über das Schiff rüttkommt, dann sagt er, Noah dort in Altar bühren, sie nicht stellt ihn fair, der einzige Mensch, der auf der Welt bühren, dort wir Noah und seine Sehens in der Früh ist. Und die ganze Familie, die mir eine Entscheidung, wie wollen Gott dein? Und dort geht gleich viele Jahre Luther, vielleicht eine zweite Generation Luther, dann sagt er, die Menschen haben sich so sehr vermehrt, dort er mehr Ruhm fehlt zum Bühen und zum Schaufen. Dann sage ich, dass die Trocken nur eine steht und sagt sich eine steht, wo sie wurden wieder Bühen und noch recker wollen. Dann kommen sie dahin und dann sage ich, dass du in Mose schrift davon und sage ich, dass aus den Menschen nur die Jähen kommen, dann sage ich, dass du, lud uns ein Nun mehr und dort uns dort nicht nur heimel was zu gehen, aus den Menschen nicht verhaftet. Dann wollen sie in Toren bühen. Die sagen, ja, diese wollen sich in Turm abbühren. Die sagen, wenn der Butter einmal was zu hoch kommt, da wo wir alle können, auf den Spatz sitzen und bloß wollen die genug Eten mitnehmen, da oben auf den Spatz, da wollen wir nicht brauchen, alle für sie. Und der, was das Schwachs essen, was erst auf den Spatz essen, ist das Bett, hat dann Glück gehabt. Ne? Der, was da nicht abkommen, der macht dann für sie. Aber at least, sie würden sagen, wir wollen nicht mehr aufhängig sein von Gott. Wir wollen uns selbst ans Turm bühren. Was tut Gott? Gott kommt drauf und er sieht die Aufsicht von den Menschen und er sagt, das wird, hier wird was Leute machen. Und er verursacht das, dass die Menschen sich nicht mehr verstehen. Hast du mal einen Plan gehabt in deinem Leben? Entschuldige. Hast du mal einen Plan gehabt in deinem Leben? Und du hast dir alle drei erklärt, wo du was tun. Und du hast Gebet überrascht. Du hast gesagt, Gott, ich bete, dass du etwas sehen. Und dann, ab eins hast du, kommt der Wort Mank, dass du alle Scheif. Erst dort mehle ich, dass Gott dort zu tun hat. Säuerlich mehle ich. Erklärt dort erst ein Wahrheit, wo Gott
uns sehr viel von Dingen bewohren, was wir anders würden. Wir würden durch die Dinge, wenn wir bloß würden wiedergehen, mit dort, das wieder plündern, würde dort uns verdorben werden. Les mal, drei Monate Sprüche. Sprüche, Kapitel 14. Sprüche, Kapitel 14, du Vers 12. Das sagt, viele gefällt ihren Weich. Rasin war. Sie war sein, wir plönen uns Wort in der Zukunft nach. Wir plönen, was wir wollen tun. Und uns sieht das so, das ist das Beste, was wir können tun. Das ist das Beste, wo ich wo wiederkomme. Und dann sage ich da, über um ein, fährt am Day in den Tod nach. Warum? Wenn wir das ohne Gott, ja, please. Wenn wir das ohne Gott proben zu tun. Weißt du, was, wenn wir plönen uns merken, ja, no, thank you. Die Bibel sagt Gott, was ihr belohnt. Weißt du was, wenn wir plünst merken, wo Gott nicht Nummer eins ist, dann hat Gott das Reich durch einen Strich durch zu merken. Da wird das leben. Da wird das ausleben. Da wird das annehmen, dass Gott einen Strich durch mir. Weißt du, was ich los, na, das ist ein Stück, mir mal ein Trick. Los ich ein Urreich über den russischen Präsidenten, Putin. Wo Covid, oder was in all dort von, was fehlt, ja, passieren, in Port von dem Jahr, wo dort zu seiner Regierung deut. Was in fehlt, ja, Anfangsjahr, hat Putin geplant, dort haben wir seine ganze Militär, er wird ein Show, you weißt, was ein, das ist ein Airshow, you weißt, was ein Militärshow ist. Die Welt muss einmal wissen, wofür die Deutsche verkauft, was für eine Marke verkauft. Und er hat geplant, erklärt wir für die Sommermonate, dort ist das Ding, was er in Russland wird aufwiesen. Und er hat noch mehr Pläne, was er für das Jahr hat. Er hat eine Agenda abgesagt, was er alles will tun für das Jahr. Wird alle zu nichts. Wird alle zwei mehr. Woran? Erst doch möglich, dass Gott all dort, was mit Covid passiert, toll Leute, um den Menschen ihre Pläne kaputt zu machen. Er glaubt das. Er gleitet wie im Port von Wort Gott Leute taukum, am Menschen ihre Pläne durchzustrecken. Und dort erst in Raub, wir sollen abbauen und sagen, okay, habe ich zu viel geplant, habe ich zu viel geprobt zu tun, bloß aus uns selbst. Er war aufhängig, sehr wie wirklich von Gott. Was sind viele Türen? Weißt du was? Wir sind in Städten, hier in Kanada, in vielen viele Ländern in Europe, wir sind actually financially, was man von der Financial sieht, wir leben in einer so guten Zeit, als noch keinmal euer. Und weißt du was, der geistliche Zustand in den Türen ist, auf vielen Städten, sehr leicht. Wo das von Bieten gar nicht zu sein? Warum ist das von Bieten nicht zu sein? Weil dann sehr viele Programs, was die Türen auftrieben. Graute, 50, 100.000 Menschen kommen taub. Und da wird gesungen. Die haben die beste Sänger, waren die Raub in die Türken. Du sind Türken, wo sich die ganz beste Sänger zeigen, da und damit in ihre Türken wollen kommen singen. Nein, wer wird da nicht sein, dort wie man scheint. Ne? Das sind alles Pläne, das sind alles Dinge, was wir bloß tun, wo wir uns aufgekaut haben von Gott, von den Helden Jesus. Und wir tun Bühnen auf die Dinge, die wir uns selbst abgestellt haben. Und ich glaube, dort ist eine Zeit, und ich mein Gebet ist auf ihr, dass wir wollen schon zurückkicken, nur diese letzte Jahr, dass wir wollen zurückkicken können mit einer geistlichen Übung, nicht bloß von Wort von Bühnen zu sein ist. Dass wir wollen schon zurückkicken,
Wat hat Gott mit einer Aufsicht mit dir? Wenn ich glaube, wenn Dinge passieren, die nicht in unserer Kontrolle sind, dort ist wenn Gott auf der Teil. Da glaube ich, dass Gott sein Willen wir, dass er die Menschheit will, den war ich schlun. Aber wenn wir uns los, wenn wir in der Tat alle Christen auf der Welt, wir im Großen und Ganzen, wir haben uns nicht mehr, wir haben uns losgemerkt eigentlich von den Helden Jesus. Wir haben Dollar, das haben wir selbst tun, das haben wir Plun. Wir wollen bloß Meetings haben und Plun und Down und sein. Wo ist die Lehrung vom Helden Jesus geblieben? Und das ist eine ernste Frau, wie uns Frau macht. Sei wie zufrieden, sei wie okay mit, wenn Gott uns strufen wird. Wem wird der dort? Und heute hat er im persönlichen Leben auch. Heute hat er um uns, unseren Glauben, ab dort zu bühen, wird für alle Ewigkeit stehen. Und nicht bloß dort, was für diese Welt ist. Ich werde schließen mit dem Vers aus Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis 34. Matthäus Kapitel 6, Matthäus Kapitel 6, von 31 bis 34. Und möchten diese Wirt mit uns gehen. Und möchten diese Wirt import worden von uns. Das ist, was wir waren. Das ist der Mensch, was wir nicht auf uns sehen. Das sagt, Jesus sagt es dir. Die sollen nicht sagen und sagen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir antragen. Unsere Gedanken sollen sich nicht mehr dort Nummer 1 beschaffen. Er sagt, dort sind alle Sorgen, die Fälscher sich mehr. Aber je Futter im Himmel, weit dort die dort alle brauchen. Dann sagt er, Ober, seht dort erste nur Gott sein Reck. Nummer 1, nur Gott sein Reck sieht. Und nur seine Gerechtigkeit. Gott seine Gerechtigkeit. Dort ist nur, was wir sehen sollen. Dort soll uns Nummer 1 werden. Dann wird je all das andere auch kriegen. Bist du ehrlich? Die Entscheidung zu mir und sagen, Gott, ich stehe dir, dass das nicht Nummer 1 gewesen in meinem Leben. Ich weiß das. Dort ich habe mir dort viel zu schwer gemerkt, wie in dort oder wie in Jahren. Gott, ich will vertrauen, dass wenn ich Nummer 1 die Segen wird, dann wirst du dort geben, was dir fehlt. Und dann darf ich ihn dort vertrauen, frisch und einfach mehr. Er möchte uns Gott uns sehen, indem wir dort wie uns in Gott seine Hand leihen können. Und sagen, Gott, even wenn du mir auf deine Schaut nimmst und du mir da schaust, ich danke dir dafür. Das ist schwer. Ich weiß, das ist nicht das Leicht. Das ist viel leichter zu sagen, Gott, sehe mir mit alles, was mir fehlt. Aber nur einmal ganz loslassen und sagen, Gott, even wenn du mir was strufen, ich will dort annehmen. Weil ich weiß, du bist ein guter Gott. Muss Gott uns halten. Dass wir das wollen, wirklich vom Wort verstehen können. Warum uns überhaupt neigend im Gebet? Was lieber himmlischer Vater, wir haben von dir aus dem Morgen gesehen, dass du wirst uns nicht in den Zustand loten, wo du uns gefunden hast. Wie wir uns das Schub, was verbistert wir, was unsere eine Wehe nur geben, wie wir uns das eine Kort, was kein Tüß hat, ein Hund. Wir mussten uns, und wir sagten uns, dass eh nicht eher, ob unsere eine war, über unsere Säule, der verdreht. Und du kommst. Und du hast uns gefunden. Du raubst uns. Und Herr, ich danke, dass du uns diese Gelegenheit gibst, dass wir können Jo sein zu dir. Dass wir können sein, ich gebe mir Hand. Und ich bitte, Herr, dass du uns was halten, dass wir diese Wirt wollen können vom Horten annehmen, dass wir auch die Strafe, was du in uns Leben bringst, wo du unsere Plans durchstreckst. Wo du sagst, mit dir zeige ich nicht wiedergehen. Wenn du kannst wiederkicken, was wir können. Ich bitte, dass du uns was bewahren. Ich bitte auch, dass wir aus Türk wollen, in unserer Umgebung, können das Licht und das Salz sein, was dir gefallen hat. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.